Aloha und willkommen bei unserem Reimann YouTube-Kanal. Und was essen wir hier auf Hawaii? Ananas. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wie man eine Ananas vermehren kann, dass man zu Hause sich dann auch mal so eine kleine Ananas zieht. Moin Moin! Manu, meine Engelchen, komm runter! Okay, Conny, ich komme! Moin Moin und Aloha bei Reimanns Live. So, diese arme kleine Ananas, die wird jetzt geköpft von mir und wir drehen jetzt einfach den Strunk raus. Ganz easy. Und damit die auch schön Wurzeln kriegen kann, müssen wir natürlich jetzt mal die untersten Reihen von diesen Blättern abziehen. Und dann sieht man auch schon, wie dann so braune Ringe rauskommen. Und da kommen dann auch später die Wurzeln raus. Und ich habe jetzt hier ein Glas Wasser. Und da wird die jetzt einfach reingesetzt. Und dann müsst ihr einfach nur darauf achten, dass ihr immer wieder frisches Wasser reinmacht und damit die nicht trocken ist. Weil wenn die trocken ist, dann kriegt sie halt auch keine Wurzeln. So, das hier wäre so der Anfang. Da sieht man, da so eine kleine Wurzel schon rauskommt. Und hier unten geht es aber auch schon so ein bisschen los. Ich glaube, dass ich die jetzt so 3-4 Wochen jetzt hier schon im Glas stehen habe. Kann natürlich auch sein, dass es bei euch in Deutschland ein bisschen länger dauert, weil euer Klima ja auch ein bisschen anders ist als unseres hier. So, wenn ihr dann schon mal ein paar Wochen Geduld hattet, dann sieht das Ganze schon so aus. Dann hat das schon richtig schöne Wurzeln. Und die lasse ich aber noch mal ein bisschen hier stehen. Und hier haben wir eine, die ist fertig. Und die werden wir dann auf jeden Fall gleich noch einbuddeln. So, hier ist unsere kleine Baby-Ananas-Pflanze, die ja schon fertig ist von den Wurzeln her. Und das hier ist unser Babybeet, unser Ananas-Babybeet. Und hier sind sämtliche Ananas-Pflanzen, die alle jetzt schön Wurzeln kriegen müssen. Und die kommen hier immer in so kleine Töpfchen, die wir natürlich immer wieder benutzen. Und bis sie dann halt Wurzeln bekommen haben und dann wandern sie ins nächste Beet. Ja, wenn ihr vielleicht mal irgendwelche Tipps für mich habt, ja, vielleicht sind ja ein paar Gartenprofis unter euch, die mir vielleicht auch mal ein paar Tipps geben können, dann schreibt mir das in den Kommentaren. Vielleicht kann ich ja Conny noch mal ein bisschen beeindrucken mit hier den super Gartentipps. So, ein bisschen festdrücken, die schön wachsen kann und voilà, jetzt haben wir hier ein neues Ananasmitglied in unserem Baby-Ananas-Beet und jetzt müssen wir geduldig sein, jetzt bleibt sie hier für ein paar Monate, bis sie ordentlich Wurzeln hat und dann wandert sie ins Erwachsenenbeet und das Erwachsenenbeet ist bei uns in Connys Hand und wie das dann aussieht, da bringe ich euch jetzt mal hin. So, das hier ist unser Erwachsenenbeet. Da hinten sind auch noch mehr Pflanzen, die sind nur ein bisschen übergewuchert hier. Aber hier sind unsere großen Ananaspflanzen. Die haben wir ja noch keine Ananas, aber hier unser Neuankömmling, unsere kleine selbstgezogene Ananas. Aber man muss wirklich sehr geduldig sein, weil diese Pflanze hier ist bestimmt schon 1,5 Jahre alt. Und die Ananas, die wachsen halt wirklich ganz, ganz langsam. Das wissen immer viele nicht. Pro Pflanze gibt es eine Ananas. Ja, und wenn die so 1,5 Jahre mindestens brauchen, dann kann man sich ja vorstellen, ne? Dann sollte man sich eigentlich auch nicht wundern, wenn eine Ananas mal ein bisschen mehr Geld kostet. Ja, und ich hoffe,
euch hat das Video gefallen und dann gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und damit ihr nichts verpasst, könnt ihr unseren YouTube-Kanal auch abonnieren. Nicht vergessen. Ich freue mich drüber, wenn euch das alles hier gefallen hat und sage hiermit Aloha aus Hawaii. Ganz liebe Grüße!